Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Sumara. Herak, telepathische Botschaft vom 31.08.2017. Kommt in eure Mitte und bleibt in eurer Mitte. Empfangen durch Frank Schäffler. Seid gegrüßt, liebe Botschafter des Lichts. Unser heutiges Interagieren mit unserem Medium soll euch zu folgenden Hinweisen führen. Die Energiewelle ist enorm weiter angestiegen im Feld, sodass häufig nicht mehr zwischen Ross und Reiter auf Gaia unterschieden werden kann. Jedoch seid ihr der Reiter auf der Welle und nicht das Ross, das in eine Richtung gedrängt werden soll. Ihr habt den freien Willen, um energetisch bei euch anzukommen. Deshalb werden all die Positionen des Miteinanders auf Gaia immer wieder dazu benutzt, euch in den Gruppen, Familien, Freunden und Bekanntenkreisen gegeneinander auszuspielen. Fragt euer Herz. Das ist die letzte Instanz, und wenn es euch sagt, es fühlt sich gut an, dann kann es keinen Zweifel geben. Warum sollte etwas, was sich vom Herzen gut anfühlt, angezweifelt werden? Das bringt mich immer wieder in die Wiederholung meiner unzähligen Botschaften in den letzten Jahren, in diesen ich immer wieder aufrief, euch in die Ruhe zu begeben, zu meditieren, bei euch anzukommen. Das Äußere ist doch nur Illusion. Warum solltet ihr so etwas wie dieser Illusion länger nachhängen, das so unbeständig ist? Jedoch ist eure Seele ewiglich und unsterblich. Gebt den manipulativen Energien keine Kraft mehr. Lasst euch nicht überrollen von leeren Phrasen und Parolen der angeblich so mächtigen Energien auf Gaia. Ihr seid die Schöpfer, ihr seid göttliche Wesen auf dem Weg zur Einheit, zur Harmonie und zum Frieden im Herzen. Die Galaktische Föderation hat den großen Energieschub benutzt, um nun den endgültigen Bereich von destruktiven Energien im Sonnensystem zu bereinigen. Ein Verlagern der Plasmafelder hat dazu geführt, dass komplexe destruktive Energien allmählich aufgelöst werden konnten. Der Rahmen im Sonnensystem, in dem wir uns bewegen, ist für uns größer geworden. Als Beispiel möchte ich anführen, dass die planetare Situation, als ich 1979 in euer Sonnensystem kam, energetisch sehr defizil war. Ein Großteil der negativen kabalen Energie, nennen wir es mal so, hatte 90% des Plasmaraumes im Sonnensystem unter Kontrolle. Wir konnten mit unseren Schiffsflotten sehr schwer in euer System einfliegen. Es waren sehr harte Kämpfe notwendig, um sich diesen für uns zumindest friedlichen Zugang zu ermöglichen. Durch den Zugriff feindlicher Zivilisationen, wie ihr bereits wisst, befand sich die Erde seit nunmehr 25.000 Jahren in der Quarantänesituation. Und in der Föderation hatten wir festgestellt, dass eure Sonne das Sonnensystem und Gaia gefährlich beeinträchtigte. Daher entwickelten wir ein Experiment für den erdnahen Raum. Drunvalu Melchisedek hat zu diesem Experiment von 1972 Folgendes veröffentlicht.
Anfang der 50er Jahre machten unsere Wissenschaftler eine beunruhigende Entdeckung. Von der Sonne gingen im Abstand von ungefähr 3 Jahren immer wieder heftige Sonnenexplosionen aus. Eruptionen, die in dieser Stärke noch nicht beobachtet worden waren. Und die Heftigkeit der Explosionen auf der Sonnenoberfläche nahm von Mal zu Mal zu. Tatsache ist, dass unsere Sonne entgegen der Aussagen der Wissenschaftler ihren Vorrat an Wasserstoff verbraucht hat. Dadurch geht sie in eine neue Phase über. Sie verwandelt sich in eine heliumfusierende Sonne. Dazu ist aber ein höherer Innendruck der solaren Materie notwendig. Was geschieht, ist Folgendes. Der solare Innendruck der Sonnenmaterie fällt zuerst durch die ausbleibende Fusionsreaktion von Wasserstoff in Helium in sich zusammen. Die Sonne schrumpft, bis die Gravitation die solare Materie so weit verdichtet hat, dass die nächsthöhere Fusionsreaktion, Helium fusioniert mit Helium, mit einer mächtigen Explosion abläuft. Ab einer bestimmten Gesamtmasse der Sonne führt dieser Prozess zu einer Supernova. Unsere Sonne hat aber hierfür nicht die erforderliche kritische Masse an Materie. Daher bläht sich unsere Sonne beim Anlaufen der Heliumfusion nur auf. Dies allerdings bis fast zur Jupiterbahn. Sie hat dann das Stadium eines roten Riesen inne. Nach einiger Zeit schrumpft die Sonne dann wieder auf etwa die gleiche Größe. Allerdings laufen dann eben keine Wasserstofffusionen mehr ab, sondern die Fusion von Helium mit Helium. Die Tatsache einer wasserstofffusionierenden Sonne ist, nebenbei bemerkt, auch der Grund, warum alles Leben auf unserem Planeten mit einem Herzen ausgestattet ist. Wir sind von einer Wasserstoffsonne, einem Atomkern bestehend aus einem Proton und einem umkreisenden Elektron gezeugt worden. Wesen, deren Lebenszyklus auf einer Heliumsonne basiert, wie zum Beispiel die Sirianer, sind bezeichnenderweise mit 2 Herzen ausgestattet, analog dem Heliumatom, dessen Kern aus 2 Protonen besteht. Zurück zu unserem Experiment. Das oben beschriebene Szenario geschah, ob ihr das glauben wollt oder nicht, im Jahre 1972 am 2. August. Seht euch die wissenschaftlichen Veröffentlichungen der damaligen Zeit an. Sonneneruptionen in noch nie gesehener Stärke, Sonnenfackeln, die unvorstellbar weit in den Raum hinausfegten, eine Energiespirale, die nur ganz knapp an der Erde vorbeiraste, etc. Anthony R. Curtis bezeichnet es in seinem Buch The Space Almanac als den intensivsten Sonnensturm, der jemals verzeichnet wurde. Das Magazin Science News berichtete, die ersten Tage des August 1972 brachten ernstzunehmende Unregelmäßigkeiten auf der Sonne, aus der zwischen dem 2. und 7. August 4 extrem intensive Eruptionen, Flares, hervorgingen, wobei diese Protuberanzen zu den stärksten gehörten, die jemals beobachtet worden sind. Die Strahlungsschübe waren so stark, dass sie jeden Messbereich der Messgeräte überschritten. Der Sonnenwind, der eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,6 Millionen Kilometer pro Stunde hat, beschleunigte für 3 Tage auf etwa 4 Millionen Kilometer pro Stunde und verlangsamte sich während 30 Tagen auf etwa 2,4 Millionen Kilometer pro Stunde.
Obwohl man so etwas bisher für unmöglich gehalten hatte, ist es doch nachweislich geschehen. Normalerweise sind Eingriffe von außen in den evolutionären Ablauf eines Planeten nicht gestattet. Aber man kam vom Galaktischen Kommando, Galaktische Föderation des Lichts, aus zu dem Schluss, dass sich unser Planet noch nicht so weit befand, den Schritt in die vierte Dimension zu gehen. Dies wäre nämlich mit dem Geschehen von 1972 passiert, wären wir alle weit genug entwickelt gewesen. Christusbewusstsein, lebendes Merkabarfeld etc. wäre das Ganze ein faszinierender Abenteuertrip für uns alle geworden, mit einem Aufstieg in die nächsthöhere Dimension. Aber wir waren nicht so weit. Nichts hätte diese Katastrophe überlebt. Nicht mal eine Mikrobe. Die Erde wäre für immer in den glühenden Gewalten der expandierenden Sonne verbrannt. Nur das gemeinsame vierdimensionale Zusammenarbeiten der Wesen auf dem Planeten hätte die gesamte Erde in die vierte Dimension katapultiert und so vor der Vernichtung geschützt. Nur, wir waren noch nicht so weit. Da wir in unserem Bewusstsein seit den Vorgängen auf Atlantis vor 16.000 Jahren so tief gesunken sind, und den Schritt in das Christusbewusstsein bis heute nicht getan haben, wären wir für die Katastrophe niemals ausreichend vorbereitet gewesen. Ohne die Hilfe der Sirianer wären wir alle der Explosion zum Opfer gefallen. Im Januar 1972 erreichten ca. 80.000 verschiedene Rassen anderer Dimensionsebenen unseren Planeten. Sie führten hitzige Diskussionen über den zu erwartenden Pulsar und ca. 79.900 dieser Kulturen unkten, es gäbe sowieso keine Rettung mehr für unseren Planeten. Von der Aussichtslosigkeit der Situation überzeugt, beherzigten sie das Gebot der Nichteinmischung und kehrten zu ihren Heimatplaneten zurück. Die anderen etwa 100 Rassen, unter ihnen die Plejadier, die Aldebaraner und die Arcturier, entschieden jedoch, unter der Führung der Sirianer zu bleiben und uns Beistand zu leisten. Immerhin stellen die Sirianer ja unseren Vateraspekt dar, wie wir wissen. Die Sirianer verfügten nicht nur über die notwendige Hard- und Software, sie hatten auch ihre Gesandten hier vor Ort. Als die Situation immer hoffnungsloser zu werden begann, schickten sie ihre Botschafter zum Galaktischen Kommando, um dort die Erlaubnis für dieses Experiment einzuholen. Wäre auch nur ein Mensch bei der Katastrophe übrig geblieben, hätte diese Genehmigung nie erteilt werden können. Da aber keiner von uns überlebt hätte, erhielten die Sirianer diese Genehmigung. Als erstes wurden sie gefragt, wie viele Menschen durch dieses Experiment gerettet werden könnten. Sie wussten es nicht genau, gaben aber an, dass es mindestens 2, höchstens jedoch 10 Überlebende geben würde. Dies war die Grundlage für die Genehmigung dieses Experimentes. Die grundlegende Idee hatten die Sirianer lange gesucht, denn einen Planeten unserer Bewusstseinsstufe durch eine solche Entwicklung lebend hindurchzubringen, war bislang nicht gelungen. Immer waren diese Planeten restlos eliminiert worden. Aber sie gaben nicht auf und letztendlich haben sie in einer entfernten Galaxie eine Idee gefunden, die zwar noch nie ausprobiert worden war, aber immerhin eine Möglichkeit der Rettung darstellte. Nachdem ihr Plan abgesegnet war,
begannen sie sofort mit der Ausführung. Sie hatten im Wissen, was kommen würde, bereits vorher einige Vorbereitungen getroffen, wie unter anderem die Erschaffung eines 80 Kilometer langen, zigarrenförmigen Mutterschiffs, das an sich schon einen lebenden Organismus darstellt. Basierend auf Lebensformen aus Kohlenstoff und Silizium. Kleine Randbemerkung: Lebensformen auf Kohlenstoffbasis kennen wir. Wir sind ja selber eine solche. Vor einigen Jahren haben Tiefseetaucher lebende Schwämme entdeckt, die nicht ein einziges Kohlenstoffatom beinhalten. Sie sind Lebewesen auf Siliziumbasis. Beide Elemente, Kohlenstoff und Silizium, stehen in derselben Hauptgruppe des chemischen Periodensystems. Daher ist eine solche Silizium-Lebensform nicht nur wahrscheinlich, sondern wie bewiesen, schon zwingend logisch. An Bord dieses gigantischen Mutterschiffes befanden sich etwa 350 Besatzungsmitglieder vom Sirius, gekleidet in weiße Uniformen mit goldenen Symbolen. Sie brachten das Mutterschiff in eine Position außerhalb der Bewusstseinsmembrane der Erde, ca. 700.000 Kilometer von der Erde entfernt. Diese Membran ist das Feld, das die Erdmerkaba kugelförmig umhüllt, genau wie das kugelförmige Bewusstseinsfeld, das die lebende Merkaba eines Menschen umgibt. Dann bauten sie 8 kleinere, untertassenförmige und ferngesteuerte Flugscheiben, die sie jeweils an den 8 externen Erdchakra-Punkten stationierten. Dies sind die Punkte, an denen die Spitzen des Stern-Tetraeders, der jeden Körper umgibt, sich befinden. Bei unserer Erde befinden sich diese Punkte etwa in einer Höhe von 16.000 Kilometer und sind einen halben Oberton über unserem Schwingungsniveau angesiedelt. Die Sirianer schossen eine Art Laserstrahl mit 20 cm Durchmesser ab. Es handelte sich hierbei um eine ganz besondere Art von Laserstrahl, einen gigantischen Informationsträger aus kleinen, sich in allen Farben des Spektrums bewegenden Segmenten, mit nichts vergleichbar, was unsere Technik kennt. Der Strahl trat über dem Nordpol ein und traf auf eine der 8 kleineren Flugscheiben, die sich am oberen Tetraederpunkt der Erde befand. Von da wurde der immense Informationsgehalt des Laserlichtes in 3 Hauptstrahlen in den Farben Rot, Blau und Grün aufgeteilt, die zu den nächsten 3 Schiffen an den entsprechenden Tetraederpunkten abgestrahlt wurden. Diese Schiffe wiederholten den Vorgang und schickten die Strahlen an die nächsten 3 Schiffe, bis sich die Strahlen am Südpol wieder trafen. Von dort wurde es in die Informationen zurückübersetzt und in das Zentrum der Erde geleitet. Dort wurde es durch eine Art Lichtbrechung in Milliarden kleinster Strahlen aufgespalten und verteilte sich über den ganzen Planeten. In dem Moment, als diese Lichtstrahlen aus dem Zentrum der Erde hochkamen, verbanden sie alle Menschen und Tiere auf unserem Planeten. Die Sirianer wollten die Menschheit unbedingt vor der Flammenwand schützen, und das haben sie auch wirklich geschafft. Dabei müssten sie auch noch berücksichtigen, dass wir von der eigentlichen Rettungsaktion gar nichts bemerken durften, aufgrund der obersten Direktive der Nichteinmischung in die Evolution fremder Planeten. Sie mussten auch unseren bewusstseinsmäßigen Evolutionsprozess in einem Maße beschleunigen, das uns ermöglichen würde, das Flammenmeer unbeschadet zu überstehen.
Daher umgaben sie zunächst die Erde mit einem holographischen Feld und im Anschluss daran jeden Menschen und jedes Tier. Dann programmierten sie realistische Vorgänge in diese Felder ein. Dadurch beraubten sie uns vorübergehend unseres freien Willens. Aber dies ließ sich nicht umgehen und war vom galaktischen Kommando aus gestattet worden. Sie versuchten, sich so wenig wie möglich einzumischen und ließen den Dingen ihren Lauf. Es war notwendig, auch den ganzen Himmel und die Atmosphäre in dieses Feld zu hüllen. Eine der Hauptprogrammierungen in den Feldern, neben der eigentlichen Programmierung des Schutzes unseres Planeten, war, uns so schnell wie möglich bewusstseinsmäßig zu entwickeln. Dieses Programm entwickelte in den Jahren 1972 bis 1974 eine gewisse Eigendynamik und wir legten erst so richtig los. Dadurch schloss das Experiment viel erfolgreicher ab, als je erwartet worden war. Statt der vermeintlich 10 Personen ist es jetzt die ganze Menschheit, denn wir sind ja alle noch da. Mit der sirianischen Intervention war auch Zeit gewonnen worden, um das synthetische Gitter des Christusbewusstseins zu vollenden, ohne das niemand in die nächsthöhere Bewusstseinsebene aufsteigen kann. Dieses Gitternetz wurde am 4. Februar 1989 vollendet. Durch diesen evolutionären Schub, durch diese unglaubliche Eigendynamik, verändert sich das Christusbewusstseinsnetz fast stündlich, was wohl noch nie vorher beobachtet worden war. Normalerweise dauern solche Veränderungen Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Dies ist auch mit einer der Gründe, warum die Hellseher momentan schlechte Karten haben. Denn wie Trunvalo schon sagte, die alten Prophezeiungen beziehen sich auf Zeitlinien, die wir schon längst verlassen haben. Laut Trunvalo hat auch der aufgestiegene Meister Tod, der die Erde am 4. Mai 1991 definitiv verlassen hat, weil er der Ansicht war, die Menschheit würde es jetzt alleine schaffen, gesagt, dass wir die wirklich einzigartigste Erfahrung machen werden, die das Leben jemals zu bieten hatte. Noch vor der Jahrtausendwende werden die letzten Menschen dieser Erde gemeinsam in die nächsthöhere Bewusstseinsebene aufsteigen. Natürlich werden viele Menschen sterben müssen und erst durch ihren Tod und die Wiedergeburt in das Christusbewusstsein eingehen können. Wir werden als bewusster Planet diesem Wandel begegnen, als wären wir in unserer Entwicklung 1 Million Jahre voraus. Es scheint so, als ob wir das Große losgezogen hätten, denn wir werden uns nicht nur sehr bald auf den höheren Obertönen der 4. Dimension wiederfinden, sondern in noch höhere Weiten aufsteigen, von denen wir uns jetzt noch keinerlei Vorstellung machen können. Wahrscheinlich nach dem Jahre 2012 werden wir uns derart in universellen Oktaven bewegen können, dass das Universum dieses in selbiger Form noch nie zuvor gesehen hat. Wo das Ganze enden wird, können wir nur ahnen. Wissen werden wir es eines Tages, dann, wenn ihr und ich wieder eins sind. Weiter mit Herak. Zu diesem Bericht bitte ich unser Medium nochmals die Botschaften zu verlinken, die ich bereits 2012 durchgegeben habe. Vorankündigung Hologramm. Hologramm erster Teil. Hologramm zweiter Teil. Mondmission Apollo 15 im Jahre 1971. Hier machten die US-Astronauten Scott und Irwin Fotos von diesen Arbeiten am Hologramm.
Die Links findet ihr durch die deutsche Übersetzung in der Videobeschreibung. Nun wird vielleicht auch klar, in welchem energetischen Status die Erde sich befindet. Welchen Hintergrund dies auch zu den Negativkräften hat. Zum einen hat die Föderation einen Rettungsplan ausgearbeitet, der erfolgreich war. Und zum anderen wissen ganz genau die negativen Kräfte, dass ihr Spiel beendet war und ist. Sie wussten es eigentlich schon durch die Enthüllungen über den Energiezustand eurer Sonne. Jedoch haben sie die Rettungsaktion schändlich untergraben und unbeachtet gelassen und, wie ihr so schön sagt, munter weitergemacht. Sieg des Lichts. Selamat. Herak Sirius. Telepathische Botschaft über Frank Schäffler.